Wann ist für dich Pfeffer, Salz? In der Sprache oder in einer Suppe? Wann ist zu viel oder wann ist zu wenig? Eine Suppe ohne Salz? Naja, schmeckt nicht wirklich, man kann aber andere Gewürze reinmachen. Oder wann ist für dich versalzen? Wann ist ein Gespräch versalzen? Wann ist von allem zu viel? Wenn zum Beispiel Menschen, mit denen du gerne in Kontakt kommen möchtest, oder du siehst sie zufälligerweise und du fragst sie dann, ach, wie geht's dir? Und der andere sagt, ja, total gut, danke, aber ich muss noch schnell. Oder ich bin im Stress. Was machen solche Redewendungen mit dir? Wenn der andere mit dir nicht reden will, nicht kann, aus tausend und einem Grund, genauso wie mir immer dieses Teil hier runterrutscht, das ist für mich ein bisschen zu viel, da muss ich was machen. Wann tust du etwas? Wann tust du ein bisschen mehr Pfeffer rein? Wann tust du weniger Salz rein? Wann reicht es dir bis hier und du magst kein bisschen mehr? Genau über solche Dinge wollen wir zusammen sinnieren, schauen, was macht es mit dir, damit du ganz für dich klar sagen kannst, solche blöde Floskeln mag ich nicht. In diesem Sinne, bis ganz bald, das war die Ruth Aschile, dein Coach für mehr Lebensqualität.